Even as Iron Label war eine sehr erfolgreiche, oder ist eine sehr erfolgreiche Serie für euch. Ne? Absolut, ja, richtig, ne? richtig. Nicht zu teuer, super Features, ne? EMG Pickups und Dematios. Mhm, genau. Und ihr habt euch schon ein bisschen weiterentwickelt und seid jetzt unterwegs mit einer neuen Serie. Richtig, denn wir hatten letztes Jahr eine Gitarre, die sehr, sehr gut angekommen ist. Die hatte Multiscale und Fishman Fluence Pickups drin. Und das war eine RGD und war aber so ein bisschen dann, wo ist dann die Trennschärfe zwischen Iron Label Serie und diesen ganzen neuen Metal-Kram, ne? So dieses, was halt, wie gesagt, diese modernen Specs. Moderne Specs einfach hat. Und diese Cutting-Edge Players-Gitarre haben wir uns gedacht, okay, da brauchen wir eine eigene Serie für. Und diese Serie, die heißt Action Label. Action Label. Action Label, genau. Und da haben wir viele interessante Modelle aus der RGA und RGD-Serie. Zum Beispiel hier die, das ist die RGA 61 AL, AL für Action Label. Und die kommt mit vielen, vielen kleinen interessanten Specs. Also wir können hier unten schon mal anfangen, am Korpusende, da haben wir Locking-Mechaniken von Schaller, S-Lock, die kommen einfach schon standardmäßig. Das heißt, die kann man so aus dem Case rausnehmen und kann dann sagen, okay, das packe ich an den Gurt dran und die Gitarre ist einfach sicher. Ne? Dann kannst du alles auf der Bühne mitmachen, ohne Angst zu haben, dass dir die Gitarre runterfällt. Ja, sind da dann oft so Sachen, die man auch im Nachhinein nachrüsten will, ne? Darum ging es, genau. Also viele haben unsere Iron Label Gitarren genommen und haben gesagt, hey, okay, ich packe ein paar andere Pickups rein. Ich mag die Fishman Pickups lieber oder ich packe mir die Bernacke Pickups rein oder ich mache noch ein paar Locking-Tuner dran oder was auch immer. Ne? Und all diese Geschichte hat uns einfach dann zum Denken gebracht, dass wir gesagt haben, hey, na, dann lass uns doch eine Gitarre einfach so bauen und auch so liefern, die genau diese Specs hat. Da ist Ibanez, also ich muss sagen, da ist sich Ibanez auch nie zu schade, sowas auch zu machen. Ne? Wenn man sagt, okay, komm, lass uns mal stöbern, was so läuft, was so funktioniert und dann wird es einfach durchgezogen. Richtig, ja, wir gehen ja auch durch die Foren durch. Ne? Also wir sind zwar nicht nur den ganzen Tag dabei, irgendwie zu checken, was abgeht, aber wir schauen schon, was ist auf Social Media, was ist in den einschlägigen Musikerforen, was ist auf YouTube unterwegs und wenn wir dann einen Trend sehen oder sehen, hey, das wäre cool umzusetzen, dann machen wir das einfach auch. Ja. Ne? Mit der Action Label haben wir eben genau das gemacht, wie bei der RGA 61, die es auch als 7-Seiter-Modell gibt, mit der Fixed Bridge, mit dem Bernacle Pickup, mit diesem Burnt. Super Kappen übrigens. Ne? Ja. Ja, so verbrannter Look haben die einfach, ne? Und das ist ein Aftermath von Bernacke. Dann haben wir hier auch einfach nur ein Volume-Poti, ein Drei-Wege-Switch und ein Coil-Tab. Das heißt, weißt du, kein Tone und alles, was man einfach im Metal-Bereich nicht unbedingt braucht. Ne? Wir haben hier ein Niota-Body, das ist ein sehr leichter Korpus, auf dem dann eine schöne geflammte Ahorn-Decke aufgebracht ist mit einem schicken Binding. Und was hier das Besondere an der Gitarre ist, sind die Bünde. Ne? Also wir haben bei einigen Modellen ja zum Beispiel schon Edelstahlbünde drauf, andere nehmen Nickel. Das hier sind Nickelbünde, die allerdings mit einem Kryo-Tuning versehen sind. Das nennt sich Sub-Zero. Das hat nichts mit Mortal Kombat zu tun. Okay. Aber die werden einfach erhitzt und dann extrem abgekühlt und damit sind sie super, super robust. Ne? Also sind dann abriebfester. Sind abriebfester. Du hast ja mit einigen deiner Gitarren auch schon so Kryo-Tuning gemacht und das ist ein Effekt, den man auf jeden Fall nicht absolut nutzen sollte. Absolut. Also meine Bühne nutzen sich nicht mehr ab und nicht, weil ich nicht spiele. Genau. Weiterhin hat die Gitarre ein schickes Makassa Ebony-Griffbrett. Also das ist so ein schönes Ebenholz, was eine sehr, sehr schicke Maserung hat, was eben nicht komplett schwarz ist, sondern schon noch so einen braunen Ton hat, was bis nach oben geht. Wir haben natürlich wieder die Glow-in-the-Dark Side-Dots und einen fünfteiligen Hals. Die dicken Streifen hier, das ist übrigens keine Wänge, sondern das ist Panga-Panga, heißt dieses Holz. Also ich muss mal Vokabelheft rausholen. Also Panga-Panga haben wir, ne, für einen Hals und wie war das Holz für den Body? Niato. Ja, also okay, genau. Muss man merken. Panga ist eigentlich, man sieht das, es sieht total nach Wänge aus und das ist auch eine Schwesterart von Wänge. Also man kann das, wenn man den Querschnitt sich anguckt, fast überhaupt nicht unterscheiden. Ja, stimmt. Sieht ein bisschen aus wie diese Hälse von Warwick damals, ne? Ja, genau, ja, genau. Und wir hatten das ja auch auf der TRM, auf der Tosin Abasi damals noch, hatten wir auch schon Wänge drauf. Und durch diesen fünfteiligen Hals mit Panga Panga und Walnuss hast super du halt eine Steifigkeit, genau. Absolut. Also, du hast keinen Necktwist und das ist auch für Downtunings dann besonders gut geeignet. Also das ist eine klasse Geschichte. Wir haben auch hier wieder Locking-Mechaniken oben drauf. Und wenn wir die Kryo-getunten Bünde nach oben gehen, dann haben wir hier unser Ibanez-Logo ganz oben. Und das Ibanez-Logo leuchtet im Dunkeln. Das ist wie mein kleiner Dinosaurier aus dem Yps-Heft, ne? Genau so. Das schön mit der Taschenlampe aufgeladen, ja, ist ein schicker, schicker Effekt. Und das ist natürlich nur ein visuelles Bonbon, aber ein super cooles Feature, weil sie eben auch viele gesagt haben, hey, ihr habt doch schon so leuchtendes Side-Outs, macht doch mal ein leuchtendes Logo. Und dann haben wir gedacht, okay, das machen wir. Genau. Und wenn man vielleicht nicht unbedingt das RG-Shape haben will, sondern oder das RGA-Shape haben will, sondern RGD-Shape, dann haben wir auch noch diese RGD, das ist die RGD 71 AL MS mit Multiscale. Also das ist so ein bisschen die Idee, die wir letztes Jahr hatten bei unserer RGD mit den Fishman Fluence Pickups und der Multiscale
mit Monorail Bridge einfach diese Idee weitergesponnen, hier mit einem schicken Finish. Das ist so ein Flip-Flop-Finish, was changiert von lila zu blau zu grün. Also eine richtige Bühnengitarre. Wir haben hier das Einstellrädchen unten schon. Da gibt es doch immer diese komischen tiefergelegten Autos an Friedberger Tankstellen, so mit diesem VW in so Bicolor, genau die Farbe, oder? Genau die Farbe. Das sind die, wenn du die rammst, wird's teuer. Genau, ja, absolut. Aber super geile Farbe. Super geile Farbe, ja. Auch wieder ein kompletter Niato-Body und der, also das ist echt eine Rampensau, möchte ich mal sagen, ne? Eine Bühnengitarre vor dem Herren. Ja, wir haben hier wieder Locking-Tuner, den schicken Ibanez Headstock. Und halt die Multiscale, wo wir oben dann bei der siebten Seite, also bei der tiefen Bassseite, eine 27 Zoll Mensur haben und unten 25,5. Genau, nochmal vielleicht zur Erklärung, wenn die Mensur länger ist, ist der Ton heller, steifer, ne? mehr Attack, und aber lässt sich auch ein bisschen schwieriger ziehen. Und deswegen habt ihr gesagt, wir gehen jetzt hier mal für die hohen Seiten, da wo halt die Melodien und da wo die ganzen Solos gespielt werden, auf die normale Mensur. Richtig, genau. Es wird dann einfach zu wabbelig. Also bei den Bassseiten, gerade wenn man runtertunt, oder ist ja allgemein bei der siebten Seite oder auch bei der achten Seite, wenn du eine normale Mensur hast, das wabbelt dann irgendwann und dann wird es matscht ohne Ende, ja, wird undefiniert. Genau. Und deswegen lange Mensur, deswegen auch vorhin die 27 Zoll Mensur. Ne? Zum Beispiel. Genau. Und hier haben wir einen schönen Kompromiss. Genau. Der Kompromiss eben der, dass sich die Diskantseiten anfühlen wie auf einer normalen Sechsseite oder Siebenseite und dass sich die Bassseiten eben anfühlen wie auf einer Baritongitarre. Genau, was man auch dazu sagen muss, es fühlt sich ganz normal beim Spielen an. Also man kommt damit gut klar. Ich dachte auch erst, ich werde mich jetzt verspielen, ja, aber irgendwie das Auge macht das mit. Richtig, ja. Also ich sag mal, für Cowboy-Akkorde vielleicht nicht die richtige Gitarre, weil du natürlich die größte Spannung der Bünde oben in den ersten drei Bünden hast. Aber alles andere, da hast du dich innerhalb von 5 Minuten dran gewöhnt und dann ist es einfach ein Brett vor dem Herren. Action Label. Action Label.